Mann, oh Mann, schon wieder neue Infos und Briefings. Täglich sind wir einer Flut an Informationen ausgesetzt. Welche davon sind wichtig? Und wie bewerten und beurteilen wir diese Fakten? Welche Rolle spielt unser Gedächtnis dabei? Diesen Fragen gehen wir jetzt nach. Viel Spaß! Grundsätzlich findet die Beurteilung von Informationen in unserem Arbeitsspeicher, dem Kurzzeitgedächtnis, statt. Darüber hinaus stellt dieses den Dreh- und Angelpunkt innerhalb des gesamten Informationsverarbeitungsprozesses dar. Denn hier finden nun zwei zentrale Aufgaben statt. Einerseits werden die aufgenommenen Sinnesreize im Rahmen der sogenannten Enkodierung interpretiert und mit bereits existierendem Wissen verknüpft. Andererseits wird eine Entscheidung darüber getroffen, welche Informationen für die Bildung von Einstellungen verwendet werden. So, und wie wir die Informationen dann beurteilen, wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Diese lassen sich in die Merkmale der Informationsquelle, Merkmale der Botschaft, Merkmale des Empfängers und in die Merkmale des Umfelds unterteilen. Bei den Merkmalen der Informationsquelle kommt es vor allem auf die Glaubwürdigkeit der Quelle an. Um diese zu gewährleisten, werden oftmals Experten im Marketing eingesetzt, um so die Fachkundigkeit zu unterstreichen. Darüber hinaus wird die Informationsquelle auch auf der emotionalen Ebene bewertet. Relevante Merkmale sind hierbei beispielsweise die Sympathie und die Vertrautheit mit dem Sender. Bei den Merkmalen der Botschaft geht es vor allem um die Qualität, Ausführlichkeit und Glaubwürdigkeit der Botschaft als Einflussfaktoren. Doch auch die Merkmale des Empfängers selbst spielen eine Rolle. So ist es für die Beurteilung der Informationen entscheidend, welche Werte, Lebensstil und Bedürfnisse der Konsument hat. Abschließend runden die Umfeldfaktoren die Informationsbeurteilung ab. So haben beispielsweise Ort, Temperatur, die Gegenwart einer anderen Person oder sonstige ablenkende Reize einen Einfluss auf die Beurteilung von Informationen. Okay, soweit? Dann fassen wir die wichtigsten Aussagen kurz zusammen. Wie wir sehen, ist das Verständnis für die Informationsbeurteilung der Konsumenten ein wichtiger Bereich, um das Konsumentenverhalten verstehen und erklären zu können. Gerade die Berücksichtigung der Vielzahl an unterschiedlichen Einflussfaktoren stellt für die Unternehmen eine Herausforderung dar, um ihre Zielgruppen adäquat anzusprechen. Schlussendlich ist es entscheidend, immer auch die Perspektive des Informationsempfängers einzunehmen, um daraus die richtigen Schlüsse abzuleiten. Aber nein, das ist natürlich nicht alles, um das Konsumentenverhalten richtig verstehen zu können. Mehr zur Informationsspeicherung erfährst du in unserem nächsten Video oder in unserer großen Marketing-Playlist. Abonnieren und bis bald. Ciao!